willkommen bei Felgenreininger. Wir sind heute Berlin Love Parade. Geht ab hier, ne? Hört sich so an. Ne? Hört ihr das? Nein, wir sind heute in Anklam Airport Days. Ist Viertelmeilerin und bisschen Schonschein, ne? Aber ja. Hauptsächlich Viertelmeilerin. Ja, deswegen, ne, bin ich auch hier. Genau. Chris ist auch hier. Airport Days geht aber 3 Tage lang. Ich bin heute am Samstag hier mit Chris. Das Ding ist, am Sonntag ist der Entscheid quasi, ne? Oder ja, Finale. Die Finale. Wir gehen jetzt hier ein bisschen rum, gucken uns mal die Autos an und erzähle ich ein bisschen was dazu, was ich geil finde. Ich habe schon 1-2 coole Sachen gefunden. Dann gucken wir auch mal, ob wir an der Viertelmeile noch ein bisschen was sehen. Aber Finale, die geilen Sachen kommen erst am Ende vom Video. Ja. Boah, da ist auch kaum laut hier, ne? Ballert gerade, Alter, die reißen alle hier die Boxen auf, ne? Ich hoffe, ihr versteht mich. Helmut gibt auch Gas. Geht los? Ja. Wir gehen mal eine Runde. Na los. Golf 7. Finde ich die Felgen sehr, sehr geil. Und zwar, du hast Eta-Beta gesagt. Das sind keine Eta-Beta. Ja, ich habe mich vertan. MB-Design, Turbo S. Ja. Komplett in schwarz. Hat so ein bisschen Racy-Look, das Ganze. Ne? Ich finde auch das mit dem Gelb, das passt schon. Du hast auch gesagt, das ist cool, ne? Ja, finde ich gut. Ja. Ist das einteilige Rad davon? Das coole ist, MB-Design bohrt trotzdem Löcher rein, sodass man die Schrauben tauschen kann, ne? Ja, so kannst du halt trotzdem variieren. Gibt es auch als 2- ne? und als 3-Teiler. Ich habe den Besitzer gerade gefragt, er sagt, das ist eine 9x19. Schwarz macht das Ganze zwar immer ein bisschen kleiner, aber ich finde, hier passt das ganz cool. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Ja. Ne? Müssten wir mit Markus mal quatschen, dass der uns da wirklich mal 17er von macht. Ne? 17er mehrteilig wäre schon geil. Gibt es die nicht? Naja, er hat früher Eta-Beta gemacht. Deswegen habe ich auch Eta-Beta gesagt. Genau. Ne? Aber das ist ja, ich sag mal, ein aufgefrischtes Design. Ja. Mehr können wir mal Markus fragen, wenn wir mal vor Ort sind. Der hat uns nämlich auch eingeladen, dass wir da runterkommen sollen. Aber ja, finde ich ganz gut, gefällt mir. Ja. Hat Luftfahrwerk drin. Ich hatte nämlich gefragt, ist Airlift Performance drin? Du kannst ja nochmal von so ein bisschen weiter. Golf 7 ist schon cool, ne? Ja. Also, sehr schickes Auto. So, gehen wir weiter? Jo. Wir haben Erik seinen S4 gefunden, der hat die Räder bei uns gekauft. Und das Auto ist nicht auf extrem tief gemacht, sondern mehr Performance. Er ist Kfz-Mechatroniker, glaube ich, war er. Baut das Auto quasi selber auf. Ja. Und das finde ich halt cool. Ne? Und OZ Ultraligera HLT auf einem S4 der Farbe. Wir haben auch lange rumgetüftelt, welche Farbe wir nehmen. Jetzt hat er natürlich die Felgen nicht geputzt. Finde ich aber richtig gut. Das ist das Silbermatt. Ja, eigentlich ist es Silbermatt. Es ist Silbermatt. Ist eine wirklich der geilsten Klassikfarben bei OZ, was die da so machen auf den Rädern. Und ich feiere wirklich auch die Farbe vom Lack, ja, ne? Weiß nicht, ob man das so geil erkennt, aber so ein richtig geiler Rotton, ne? Fahrwerkstechnisch weiß ich, will er nochmal nachrüsten, damit er doch noch einen Ticken tiefer kommt. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, aber das Auto ist wirklich, er will da Spaß mit haben beim Fahren. Ne? Soll nicht extrem tief, soll mehr so auf Performance ausgelegt sein, das, ja, Ganze. Und ein S4 gibt es auch nicht mehr günstig, ne? Nee, die Zeit ist vorbei. Die Zeit haben wir verpasst. Auch mit den weißen Sitzen. Ne? Oh, das Lenkrad ist geil. Lenkrad ist wirklich schön. So ein Auto als Daily, da hätte ich schon Bock drauf, ne? Na, da muss ich beeilen. Aber ich glaube, ist auch schon vorbei. Ist voll vorbei. Boah. So, jetzt eskalieren die hier. Golf 2 auf 18 Zoll. Static. Static. Bevor mein Boomerang ein Boomerang wurde, sind wir auch 18 Zoll drauf gefahren. Und zwar Artec Turbo P, hier mit Minifelgen, John Cooper Works. Finde ich wirklich geil, auch richtig schön tief. Warte. Also gefällt mir richtig gut, das erinnert mich noch so ein bisschen an meinem damals. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Gut, fahrtechnisch, ich glaube, fahren macht damit nicht so einen ganz so geilen Spaß. Ne? Ist ja 165, 35, 18 ist das. Aber Optik, Rot auch noch. Gefällt mir richtig gut. Jo. Daneben Golf 6 auf mehrteiligen OZ Futura. Aufgesteppt, ich würde jetzt sagen, sind 18 Zoll. Wir haben auch schon mal so einen Satz gebaut. Glaubst du 19? Ja, Entschuldigung, 19 Zoll sind es. Wir haben auch schon mal so einen Satz gebaut. Da aber nicht mit Stern außen. Ich glaube nicht, dass der von uns ist. Ich weiß es aber nicht. Wir haben ja schon einige Sätze gebaut. Finde ich aber sehr, sehr schick. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Das Silber vom Stern ist ganz geil gemacht, ne? Nicht so viele Silberpigmente mit drin, das finde ich immer geil bei einem klassischen Silber.
bei so einem Oldschool-Felgen, ne? Also gar nicht so viel mit Flakes und Metallic und sowas arbeiten, sondern einfach ein glattes Silber, finde ich richtig schick. Ne? Gefällt mir gut. Zu dem Schwarz. Gut, finden wir noch ein Auto? Mal oder gucken, nee, wir gehen jetzt mal Fahrergasse, ne? Ja. Gut, oder Fahrerlager. Ja. Hörst du mich noch? Nee. Hörst du mich? Nee. Ich höre dich auch nicht. Fred, kannst du mich sehen? Könnt ihr mich hören? Nee, den verstehe ich bis heute nicht. Ja. Ist ein Insider aus einem... Nee, Stream war das nicht. Auf jeden Fall... Es hat doch mal jemand seine Motorhaube hier auf und wir halten da jetzt eiskalt rein. Ich muss ja sagen, dass ich ja ein bisschen unbeleckt bin, wenn es um Motoren geht, aber das ist ein 5-Zylinder-Turbo, das sehe auch ich. Ja. Ne? Chris, was sagt denn jetzt der Profi, hä? Da bin ich raus. Da bist du raus? Nee. Da bist du raus? Jo. Ich denke, du bist hier... Nee, 5-Zylinder-Turbo bin ich raus. Gefällt mir sehr gut, das Auto. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schönes Auto, ne? Ja. Hermann könnte bestimmt einiges dazu sagen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr zu diesem Auto wisst. Ne? Ja. Gut. Gucken wir, die Motorräder fahren jetzt alle los. Ich glaube, die dürfen gleich fahren. Wir gehen nochmal Fahrerlager ein Stückchen hoch. Ich bin jetzt hier der Dackelaufpasser. Helmut. Helmut findet das Auto geil. Und ich finde ihn auch geil. Auf Stahlfelgen. Ich glaube, die heißen Detroits oder irgendwie. Richtig oldschool. Feiere ich übelst. Ich denke mal auch, dass der vielleicht Luftfahrer, ich weiß es nicht. Ich würde denken, dass er Luft verbaut hat. Ich glaube, Airlift und Akku Air, die sind ja so ein bisschen aus dieser Szene eigentlich entstanden nachher. Gab die noch nicht mal ein Auto gezeigt. Hm? Gab noch nicht mal ein Auto. Hast du das Auto noch nicht gezeigt? Nein. Alter, guck mal. Finde ich richtig geil. Ich glaube, Detroit heißen die. Oder die Firma heißt so. Ja. Hinten auch mit ein bisschen Mehrwert, schön Wohnwagen-Style. Oh, ja, 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 ja. Ja, ja, Helmut, pass ja, auf, dass du hier ordentlich fährst. Ja, ja. Na? Also mir gefällt das Auto richtig gut. Den daneben finde ich auch geil. Da ist jetzt zwar nicht so viel dran gemacht, aber mit so einem Ding durch die City cruisen. Für den Alltag, ne? Neubrandenburg. Für den Alltag, ohne Scheiß, gefällt mir. Ich finde auch hier den Windabweiser hier. Ne? Oder wann ist das für die Mücken? Ne, für den Wind, ne? Juh. Oder dass die Scheibe vielleicht nicht gleich so schnell dreckig wird. Weiß ich nicht. Gefällt mir richtig gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ist gerade leise. Ja. Und Jungs, ich habe mich verliebt. Ich habe mich verliebt, Alter. Lauter musst du trotzdem reden. Ich dachte, hört ihr mich hier nicht, oder was? Ich habe mich verliebt, habe ich gesagt. Mega, mega geiles Auto. Obwohl, wer liebt ihn nicht, ne? Chris, du würdest auch alle deine Autos gegen den tauschen, ne? Ja. Alles. Alles. Alles weg hier. Schön, muss ne? Mal hier reinhalten. Wenn man das sieht. Hier ist der Fenster offen. Ja, ist aber dunkel hier. Auf jeden Fall alles. Ja. Ich muss mal sagen, ich das Zeug umrennen. Nicht, dass du hier noch was umreißt, ne? Jo. Dann nimmst du noch ein Rallye. Gehen wir auch gleich mal? Nö, ist kein Rallye. Ist keiner? Ist normal. Okay. Das war noch heute und damals, ne? Sehr geil. Hol jetzt schnell den G-Klasse-Schlüssel, den gebe ich dem Besitzer und dann fahren wir mit dem zurück. Wir tauschen. Das ist ein fairer Tausch, glaube ich. Ja. Also für mich sehr fair. Ich glaube zwar, Anne redet da nicht mehr mit mir, aber weil sie mit dem Ding dann immer die Kinder von der Schule abholen muss, aber. Eins immer bloß. Ich glaube, ihr hinter der Kamera könnt das verstehen. Ne? Also kann ruhig die Frau damit die Kinder abholen im Tausch 1:1. Ne? Ja. Das ist jetzt hier so das Fahrerlager, jetzt ist eigentlich ein bisschen ruhig. Die meiste Action ist morgen am Sonntag, beziehungsweise wenn ihr das Video guckt, ist eigentlich schon alles vorbei, weil Chris gibt nämlich diesmal Vollgas. Das Video kommt zwar ein bisschen später, aber dafür könnt ihr es auch gleich am Sonntag sehen. Jo. Ne? Deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, von mir war es das hier. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ne, Chris? Jo, bis später. Ciao, ciao.